Yeah, Kids, willkommen zurück. Ich bin's, Nacho Man Candy Sandwich. Und heute besiegen wir Chunyan, die Kämpferin aus China. I'll pass. Nacho Man Candy Sandwich. Okay, entweder. Wo hast du den geklaut? Den habe ich mir in den letzten Wochen so zurechtgelegt, als wir ihn nicht aufgenommen haben. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja. Der kam mir irgendwo beim Duschen, glaube ich. Wow, nicht schlecht. Hut ab. Nacho Man Ren Candy Sandwich. Oh yeah, das ist sie. Sie ist ein Man-Eater. Woohoo! Makes your rock hard. I didn't mean rock. I mean it with a C in the beginning. Grog? What are you singing about, lady? He's going down. Er sieht aus wie der eine von den Black Eyed Peas. Haben die Black Eyed Peas? Stimmt. Ne, aber es war nicht Nelly Furtado bei den Black Eyed Peas, ne? Das war Fergie. Das war Fergie. Fergie. Freddy. Ja. Let's get it started in here. But they keep running, running, and running, running, and running. Entschuldigung. Manchmal gehen die Black Eyed Peas mit mir durch. Chunyan! Gehen die Black Eyed Peas mit mir los? Durch, habe ich gesagt. Also, ja, durch, los. Ist doch. Haben die nicht auch eine Version von dem Song gehabt, wo sie singen, Let's Get Retarded? Nee, das mag ich. Das klingt wie Matt TV oder sowas. Nee, ich glaube schon, dass es die Version auch von den Black Eyed Peas selbst gab. Okay. Das könnte ich nachgucken. Ich glaube, ich habe die CD, auf dem der Song drauf ist. Let's get retarded. Das darf man ja nicht sagen. Ja, eben. Das durfte man halt, sollte man damals auch schon nicht sagen. Und dementsprechend haben sie dann Let's get it started draus gemacht. Ich bin der Meinung, das gibt es. Das klingt so merkwürdig. Jetzt, ob sie sich jetzt, okay, lass uns ein Lied machen. Und wenn dann das Let's get retarded. Das werden die Massen lieben. Moment. Scheiße, jetzt holt das. Ich weiß, ihr müsst sogar die ganze Wohnung verlassen, wie es aussieht. Naja. Wir haben jedenfalls hier jetzt Spaß mit Chunyan. Wo ist denn der jetzt hin? Seine CDs sind, glaube ich, in so einem Schrank im Flur. Ja, er sagt ja. Das hört ihr nicht, aber ich hab's gehört. Er sieht diese CD nicht. Tja, er ist anscheinend irgendwo oben, wo er nicht rankommt, brüllt er hier rüber. Ich für meinen Teil werde jetzt Chunyan einfach von der Klippe stürzen. Jawohl. Boah, Schnäpfe. Schnibbel, jetzt hat er sich einen Stuhl geholt und hat irgendwas kaputt gemacht. Es ist spannend. Ihr hört es nicht, aber es ist spannend. Da tut so. Es ist wie so ein Hörspiel. Zack. Und nochmal eins in die Fresse. Und verpasst den ganzen Kampf. Ihr müsst aufpassen, dass ich gar nicht das QTE verkacke, sonst war es das wieder. Es war links und B, ne? Ja. Ja. Also bei mir war es links und B gewesen, richtig. Naja, es wird wahrscheinlich immer. Ja, genauso war das bei mir auch. Das erste war angedeutet. War das angefälscht? Ja, das war ganz komisch, ne? Ja! Das war irgendwie nach oben ganz kurz? Ja. Aber es war es nicht, anscheinend? Ja. Ich weiß auch nicht. Hä? Track 3. Track 3. Let's get retired. Das steht da tatsächlich. Ja. Auf dem Album Elephunk. Richtig. Von Black Eyed Peas. Let's get retarded. Meine Damen und Herren, Black Eyed Peas. Millionen von Platten verkauft. Platinum. Und die ist noch in pristine Condition. Pristine! Ist die an? Ja. Wow. Also ich bin mir sicher, dass ich die mal angehört habe. Naja, gut, von einmal anhören. Da stehen sie. Ja. Ja, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Ich möchte jetzt die Frau verprügeln. Danke. Die eine Sache, die man in diesem Land auch machen kann. Im feudalen China. Achso, ich dachte jetzt in Deutschland. Achso. Hey, nicht wehren, das ist verboten. Ich glaube, hier haben sie mittlerweile ein bisschen was dagegen. Vermutlich. Ich habe ja das Gefühl, dass du hier noch nicht mal mehr heterosexueller Mann sein darfst, ohne was einfach generell irgendwie zu verprügeln. Okay,
okay. Ach so, das sind da einfach, wenn einfach du selbst noch klickst, dann zeigt er das an. Das weiß ich nicht. Mit so einer Silhouette. Ich weiß auch nicht. Naja, stirb. Das sind die Wahlen. Dann wird sich dran genau. erinnern, wenn du sie jetzt umbringst. Und jetzt Rio. Jetzt Rio. Lang lebe der König. Nein! Kommt sie auf. Mörder! Killer! Killer! Kannst du noch ein bisschen so bleiben? Weil du bist noch. Nach dem Busenschuss kommt immer noch ein Arschschuss. Und dann wird sie ja, gerettet. Genau. So funktioniert das in der Werbewelt. Batschott. In der Entertainmentwelt. Und na, Augen. Augen für die Augenliebhaber. Ja, danke schön, danke schön, liebes Spiel. Dann musst du jetzt bitte noch ihre Stiefel verlieren, damit ich ihre schönen Füße sehen kann. Ich bin der Meister im Kranspiel. Scheiße. Ja. Wait, I love you. Why? Why? Why what? Mmm. I gotta get in there. Look at that caboose. Ich bin der dicke Kontrolleur. Choo choo. Look at that caboose. I have to get that guy. Ah. Wow, der ganze Reichtum. Damit gehen wir jetzt gambeln. Thanks, I hate it. Wow, okay, und jetzt... Thanks, I hate it. Jetzt kannst du ins Yellowhead Building. Yeah. Naja, noch wohl nicht. Ach, erst muss ich mit dem dicken Kontrolleur treffen. Ja, aber wer weiß, wo der dicke Kontrolleur ist. Hm. Wieder da, wo ihr euch vorher getroffen habt? Ich weiß nicht, der ist ja überall, dann kommt er plötzlich. Ich hätte nochmal wirklich ansprechen. Ich hätte nochmal, ich gehe jetzt... Soll ich nochmal zu ihr gehen? Ich komme hier wahrscheinlich gar nicht hin. Nee, ich glaube... Warum solltest du jetzt da nochmal hin? Weiß nicht, sie lügt da so, ich brauche Hilfe. Na, die hat eine Kontaktlinse verloren. Ja, so sieht es nämlich, so nämlich aus. Ich weiß nicht mal, was er da macht. Der klappt ja auf die. Ja, stimmt. Generell würde es eher aussehen, als wenn er ihr auf den Hintern klopft. Ja, man muss nur den richtigen Winkel finden. Den hintersten Winkel. In den winkligsten Hintern. In den winkligsten Hintern, genau. Klopf, klopf. Na gut, raus jetzt hier. Die erzählen sich die besten Klopf-Klopf-Witze ja. der 90er. Klopf, klopf, wer ist da? Ecstasy, Ecstasy, wer? Ecstasy, ich bin high. Wow, das war nicht mal lustig. Sind Sie denn jetzt gerade ausgedacht? Hast ja, nee, keine Ahnung, das war irgendwie Gedankenbrei, der mir so durch den Kopf gegangen ist. Oh, jetzt kommt der Mann, pass auf. Also ja, ich hab's mir gerade aus dem... irgendwie aus dem Kopf. Dragon Street at sundown. Sundown. Dragon Street at sundown. Yes. Welcome to where I eat spaghetti. I hope they make a lot of spaghetti. I'll wait around here. Yes, let's wait. Someone touch my spaghetti. Woohoo! Er trifft uns immer an so romantischen und yeah. so romantischen Zeiten. So romantischen Orten. Wer weiß, wie es geht. Da hinten ist der Cools. Cools. Bling. Okay, kommt jetzt noch was, oder? Warte auf den Mann. Ja, aber die Zeit ist ja gerade schon vorangeschritten. Ja, wahrscheinlich. Dann müssen wir noch extra warten, das ist so doof. Unterbrochen worden, weil die Assets geladen werden mussten für die Nacht. Ich weiß nicht, was sagt denn deine neue Notiz jetzt so gerade? Gehe zu Dragon Street nachts. Okay. Alle drei besiegt. Es ist Dragon Street nachts, also... Denke mal, das ist hier Dragon Street. Ich denke schon. Hallo, wo sind wir hier? Mann, 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 Mister, Mister, Mister! Huh? You're a foreigner, aren't you? Ey. Have you tried Lucky Hit yet? Hit dich gleich mal, Lucky. Lucky Hit? That's right. Many different kinds of Lucky... Ja, ich will nur wissen, ich anscheinend... Gib dir gleich mal Lucky Hit ins Gesicht. Ja. Ja, muss nicht... Ich laufe einfach mal die Straße hier entlang. Passiert ja was. Walking along the Dragon Street and Rio is the man. I'm the man! He's searching for the Fat Controller and there he is. Oh, hey, yeah. And speaks to me. Oh, it's you. Come with me. My head is a Cooper shell. And my stomach is the Cooper.
I ate it. Thanks, I ate it. Alles, was das Licht nicht berührt, gehört mir. Alles meins. This is the Thousand White Building. Come here the day after tomorrow by noon. What do you mean? Alle Achtung. You know when you come. Nur 9% haben das bis hierhin geschafft. Sweet gig. Moment, wir müssen übermorgen dort sein? Ja. Das ist doch Quatsch. Oder es gibt das jetzt bis dahin? Wohl nicht. Ich glaube, passiert noch irgendwas. This is B2 of the Thousand White Building. B2? Wow. Das ist doch eine Band. There are basements in the Thousand White? And this would be sweet. We can get to the Yellow Head Building through the underground passages. I smell something fishy. There's no other way. I'm going. Okay. Will you be okay? Always. What awaits there will be a surprise. That's not funny. It's scary. Was du übermorgen sehen wirst, das wird dich überraschen. Das Treffen mit der Anwerber ist morgen um 12. Rio kann sich die Zeit bis dahin frei vertreiben. Wählt Rio in Rens Versteck warten, vergeht der ganze Tag. Tja, sollen wir den ganzen Tag vergehen lassen, weil im Prinzip, was haben wir jetzt zu tun? Ja, eben. Wir haben jetzt irgendwie, also... Es gibt irgendwie nicht mehr viel zu tun für uns. Würde ich jetzt eigentlich auch sagen. Ja, wüsste nicht, was wir dazu machen sollten. Trainieren, aber können wir ja nicht, also... Nee, ich wüsste nicht wo oder wie auch immer. Wir könnten Kämpfe machen, wir könnten gamblen, aber... Das wäre irgendwie... Das ist alles nutzlos. Wir warten jetzt hier einfach. Genau. Wir warten jetzt hier. Genau, warten. Vielleicht speichern wir vorher. Wir warten jetzt hier. Warte jetzt einfach. Genau. Jawohl. Stell dir mal vor, wer? Das geht ja wie so ein Roboter die ganze Zeit. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das scheißen ja ihr Leute... Joy ist da. Oh mein Gott, Joy. Wo ist denn heute? Der 22. Der 23.2. Guck doch einfach auf den Monat. Ach ja, das ist so eine Sache. Auf die 1 folgt die 2. Nach Adam Riese. Und an der nächsten Lampe steht doch schon die nächste. Nice. Da gibst du garantiert auch eine Schlumpf-Version von. Bestimmt, ja, doch tatsächlich. Schlumpf heißt die. Ja? Das heißt bestimmt Schlumpf. Schlumpf, 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 Schlumpf. Sag mir über den Schlumpf gar nichts aus. Sleepyhead. You've things to do, right? Get moving. Boah, ist der böse Blick hier. Geh zu Ort auf Karte. Okay, Rio ist vielleicht nicht unbedingt der herzlichste Mensch oder sonst irgendwie was, aber... Er kann doch schreiben. Was? Das machen wir nicht nochmal. Geh zu Ort auf Karte. Ganz ehrlich, ich kann ja kein Deutsch. Er ist doch manchmal der dumpf, manchmal sehr dumpf. Nicht der Schlauste. Joy. Aber. What? So doof ist er dann doch nicht. How do I get there? I can't tell you that. Huh. It's a secret. How do I get there? Joy, I won't stop you. I know it's no use. But... Joy. But... I don't want to help you get into trouble. Don't make me do that. I... Just but... go. Don't Joy, make me do you... that übersetzen mit, das könnte ich mir nie verzeihen. Naja. Es ist schon sehr... Ist holprig. Ja. Ist alles sehr holprig. Sehr frei übersetzt. Das soll man tun. Das soll man tun. Komm ein bisschen auf den Osten. Ozean hinaus. Schön. Siehst du die Wellen? Ja, ach, das ist wunderschön. Das ist einfach nicht und auch rechts da die Insel, die einfach Ozean, abgeschnitten oder? Wurde. Das ist Ozean. Nee, das ist einfach nur Grünfläche. Oder? Das ist schwer nee, zu sagen. Das soll Wasser darstellen. Das Wasser darstellen? Ja, natürlich guck dir doch mal die Gischt an, die da am Strand. Das ist keine Gischt, sondern... Nee. Na, aber du hast gerade doch gesagt, das ist Grünfläche. Das sieht so bergig aus. Aber ich wollte sie damit... Hohe Wellen. Ja, hohe Wellen. Mikrowellen. Hohe Wellen. Alle Wellen.
Das weiß wann die Mikrowellen, ja. Pass auf, da kommt eine deutsche Welle. Oh Gott. Keine Sorge, sie können uns nicht gut übersetzen. Sie haben keine Chance. Übersetzen. Habe ich selbst nicht mal gemerkt. Nee. Da mache ich Gags und ich merk's nicht mal. So gut bin ich. Thousand White Building. Ist doch hier irgendwo lang. Hör mal, Officer, Officer, Officer! Excuse me. Yes, what is it? What is it? Eine Lippenstift drauf, aber er lacht. The Thousand White Building. You can't go directly what? From the first floor. Slow. So try asking someone inside. Ooh. I see. Thank you. I see. Hier drin soll ich jemanden fragen? Hier drin? Was soll denn hier drin sein? Thousand White Warehouse, okay. Du sollst jemanden im ersten Stock fragen, wie du in die zweite Etage kommst. Hey, Boss. So, you've come back. So, back again. Ach, ihr habt die nie gesehen, war es? Ich hab ja das ganze Kistenschleppen offscreen gemacht. Ich hab die nie gesehen da draußen, aber da, also. Am Sendeapparat. Okay. Die macht das Kistenschleppen. Also als Verwaltungs. I'll be waiting for you. Until the Kisten start to fall. Eine Jukebox haben wir auch an Tickety Tree. Da ist ein Tickety Tree drin. Bisschen mehr auf Flower, glaube ich, geht's. Was ist, wenn ich meine Deadline verpasse? Was für eine Deadline? Ja, 12 Uhr ich da, hat er gesagt. Dann komme ich hier wieder raus. Geht's hier raus? Nee, da geht's weiter rein. Stimmt, ich bin auf sie zugerannt. So, mein Building, First Floor, ne? Ist doch fast, bin ich ja mehr oder minder fast da. Ist fantastisch. Ja. Hätte das gedacht. Basement 2 des Gebäudes. Ja. Yeah. Aber es wurde gesagt, du sollst hier jemanden fragen, oder? Ja, ich muss ja niemanden fragen. Wenn ich was hat er denn in sein Büchlein geschrieben gerade? Kann ich nicht gucken. Kann mir nur die Karte anschauen. Gerade eben hat's doch noch... Hä? Ja, da muss noch schnell sein. Guck mal, ein Fniosens Journal? Nee. Da gibt's einen Trash-Button und... Memo vielleicht? Das Memo-Ding? Memo. Gerade im Inventar, da war ein Ding, das hieß Memo da. Memo-Notizbuch, ah ja. Treppen oder Lift zum Untergeschoss finden. Okay. Hier sind Treppen. Aber die gehen, aber die gehen hoch, ja. Ja, aber manchmal vielleicht, wenn du hochgehst. Das ist ja öfter so. Manchmal muss man hochgehen, ehe man runterkommen kann. Genau. Wer hochfällt, der fliegt oft tief. Warte, ja. So in etwa. Und ja. Denkt immer daran, die Tonne ist am vollsten, bevor sie geleert wird. B1, das geht bis B1! Denkst du auch, was ich denke, B1? Bundesstraße, oh. Ich glaube schon B2. Das heißt, ich muss hoch in den dritten. Die Folge ist schon lange vorbei. Ist die Folge schon vorbei? Ja, das war doch gerade mit dem... Ach, scheiße, stimmt. Ich renn hier rum und die Folge ist vorbei. Danke. Alles gut. Ich war jetzt in for the long run, verstehst du? Ich hätte jetzt hier einfach durchgezogen. Ach, von mir aus, ich spiele einfach durch. Wenn die Folge vorbei ist, ist die Folge vorbei. Aber sag an dieser Stelle, speichere ich jetzt und... ja, ich speichere auch und das war's dann mit dieser Folge von Let's Play Shenmue 2. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen, habe ich schon gesagt. Egal, kommentieren, abonnieren, bitte nicht vergessen. Hilft immer sehr gut aus, damit wir hier weiter geteilt werden von den Videos. Und mehr Zuschauer heißt mehr Kommentare und das heißt mehr alles. Und klöppelt die Glocke. Genau. Und tschüss, bis dann.